Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu Summoners War. Heute möchte ich mit euch die neuen Formwandlungspakete, also das neue Formwandlungspaket anschauen. Und zwar sind da drin schicke Monster, wirklich schicke Monster. Einmal der Pionier, Koboldbomber, Anubis, Piratenkapitän und Frankenstein. Und ich würde sagen, wir gehen von unten nach oben. So, der Rock'n'Roll Frankenstein. Ja, Bulldozer ist natürlich ziemlich cool in der Kombination mit Kupfer und Quarry, glaube ich. Ich kann die Namen von diesen Horus mir nicht merken. Ist eine ziemlich starke Kombination. Ansonsten habe ich ihn sonst nirgendwo gesehen. Den sieht man so gut wie, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, Bulldozer. Ich meine, das wäre Bulldozer. Ich bin mir nicht sicher. Nee, nicht Bulldozer. Wie heißt er nochmal? Ich meine, das wäre Frankenstein. Das wäre. Boah, wie heißt er denn nochmal? Mir liegt der Name auf der Zunge. Ich komme nicht drauf. Und zu den Zweien kann ich überhaupt gar nichts sagen. Deswegen, wir schauen uns einfach mal die Fähigkeiten von dem lieben Rock'n'Roll Frankenstein an. Bin mal gespannt, wie der ist. So, die erste Attacke sieht genauso aus wie sonst, nur dass da noch ein paar Blitze zukommen. Der Body Slam. Hui, bam, okay. Der sieht schon gewaltig aus, ne? Ich weiß gar nicht, wie der normal aussieht, aber der sieht schon gewaltig aus. Bam, auch wieder mit diesen Blitzen und so. Jo, und die letzte, na, nix, also in meiner Hinsicht nichts Besonderes. Was macht der Light? Ich glaube, der hat hier irgendeiner noch eine andere? Verspotten? Oh, das sieht, also ich weiß nicht, wie der normal aussieht, aber das sieht ganz cool aus. Aber ist an sich auch nichts Besonderes, ne? Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Lieber Frankie Stein. Verspotten, ja, ist nichts Besonderes, leider. Aber naja, so, kommen wir zum Piratenkapitän. Danach so tue ich euch noch meine Favoriten sagen. Piratenkapitän wäre es natürlich gut. Galeone. Oh. Nein. Genau. Galeone. Galeone. Ah. Ich muss sagen, ah. Weiß nicht. Gefällt mir nicht so wirklich. Das sieht halt so, das ist halt so ein bisschen, wie nennt man das nochmal? So ein bisschen, wie heißt das nochmal? Steampunk-mäßig, ne? Erstmal Ulti angucken. Ah, okay, da kommt da so ein Sensor, so ein Radar. Okay, das sieht geil aus. Der Schuss, oh, so eine Laserattacke. Bam. Bam. Also das sieht, boah. Also dafür, dass der Skin scheiße aussieht, sieht das schon geil aus. So, wie sieht's mit, ich weiß nicht, wie der heißt aus. Aber der hat hier so eine andere Attacke, deswegen. Okay, kommt halt so ein Megastrahl, da kommen mega viele Megastrahlen runter und das ist halt so ein Slash-Angriff. Finde ich auch richtig cool. Wie sieht es mit Fregatte aus? Ich weiß gar nicht, Fregatte. Volles Tempo, zeig mal. Auch. Also, es wiederholt sich alles Mögliche, ne? Aber ich muss sagen, das sieht schon ganz geil aus. Mir gefällt die erste Attacke hier. Das zack. Zack. Das sieht richtig nice aus, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Kommen wir zum Anubis. Anubis, wer ist bei den Anubissen gut? K-Moon ist, glaube ich, einer der beliebtesten derzeit. Und der Dunkel, ich weiß so nicht, wie der heißt. Ich glaube, das sind so derzeit die Lieblingsdinger. Oh, ich bin auf den Pionier gespannt. Der Pionier ist mein absoluter Liebling, ey. So, K-Moon. Oh, okay, wow. Von hinten sieht er echt gigantisch aus, muss ich sagen. Schon fangen wir mit der ersten Attacke an. Okay, nichts Besonderes. Auch wieder mit diesen, ja, mit diesen Cyber-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? So, der Seelenverschlinger. Ja, nichts Besonderes. Also ich muss sagen, das ist bis jetzt einer der lamesten mit dem Bulldozer. Aber der Skin von den Anubis sieht halt schon ziemlich cool aus. Was hat denn der Dunkel? Schauen wir uns mal den Dunkeln an. Was hat der denn hier? Tödlicher Zorn. Das wird wahrscheinlich gleich aussehen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, nichts Besonderes. Okay, das sieht cool aus. Da kommt so ein mega Totenkopf. Können wir das mal in Crit sehen? Danke. Ah, okay, da kommt so ein alter Ägypter raus, ne? So ein Pharao. Okay, das ist ganz cool. Hat der Light noch was Besonderes? Den kenne ich zum Beispiel auch gar nicht. Ja, der hat noch was. Ah, okay. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Gefällt mir. Ah, hier sehen wir das nochmal in Crit. Oh, mit so einem Auge. Ah, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen eben. Zack. Sehr langsame Animation. Ja, hier, das ist das mit dem Auge. Der Wasser-Anubis. Was hat der hier? Seelenbohrer, irgendwas. Als Passive, ja. Ist okay. Also, na. Koboldbombe, das sieht niedlich aus, oder? So ein kleiner Bomber mit so einem Tank. Oh gut, dann gucken wir als allererstes mal Malakka an. Malakka ist, glaube ich, so neben
Ja, eigentlich sind alle Bomber gut. Die sind alle gut, also da kann man nichts gegen sagen. Daher schauen wir uns auch mal jeden an. Das ist so geil mit so einem kleinen... Die kommen auch da hinten raus, oder? Ja! Oh, wie geil! Ey, das ist richtig... Oh, das ist geil! Also ich muss sagen, der Bomber ist richtig nice. Bam, bam, bam. Kommen richtige Bomben raus. Hier, das hier ist geil. Guck mal, der dreht sich um. Richtig cool. Und dann hier, hinten so. Wupp, 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 wupp. Und bam. Finde ich geil. Wie sieht's hier mit Gibraltar aus? Okay, was hat er hier? Ah, der dreht sich auch um, so wie ich das gerade gesehen habe. Warte, das gucken wir jetzt uns nochmal ohne Crit an. Ja, nee, der dreht sich nicht um. Da, bei ihm kommen die einfach so, okay. Bomben. Ah, können wir das nochmal... Oh, kommen die hinten raus? Wenn die hinten rauskommen, ist das geil. Ja, boah, richtig... Boah, das ist richtig cool. Also ich muss sagen, Tau... Also hier die Bomber. Das ist schon niedlich, so mit so einem kleinen... Wie sieht's mit Taurus aus? Also, man, das sieht schon sehr niedlich aus. Der wieder so eine... Boah, so ein Riesending. Und können wir das ohne Crit sehen, bitte? Ich möchte das sehen, wie das da hinten rauskommt. Danke. Wupp, richtig geil. Und ja, gut, das sieht so aus wie bei Malakka, glaube ich. Und hier kommt er dann auch. Wupp, wupp, wupp. Richtig cool. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der ist auch richtig gut, der Bomber. Flashbombe. Ja, der dreht sich auch um. Das haben wir schon gesehen. Oh, auch so ein Riesending, ey. Und dann hier. Ja, das ist schon geil. Da kann man nichts sagen. Also ich muss sagen, können Sie das noch ohne Crit bitte sehen? Aber der dreht sich wahrscheinlich um und tut auch die Bombe schießen, ja. Zack, bam, richtig cool. So, wie sieht's mit dem Dunkelkobold-Bomber aus? Ja, zeigen wir mal. Zack, bam. Okay, genauso wie bei dem Licht, nur halt im Dunkelform. Oh, das sieht so geil aus, wie das hinten da rauskommt. Richtig cool. Da, bam, 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 richtig geil, muss ich sagen. Kobold-Bomber auch einer meiner Favoriten. Oh, jetzt komme ich zu meinem Favoriten. Wir fangen einfach mal mit Wusa an. Das ist... Echt cool, das Kostüm. Das gefällt mir richtig gut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der jetzt auch männlich ist oder ob der jetzt eine weibliche Transformation bekommen hat. So, fangen wir mal mit dem Buff an. Okay, hat so eine Bubble, aber nice Glow, muss ich sagen. Wie sieht das aus? Schön im Crit-Format. Da kommt so, wow, so mega Yin und Yang-Zeichen runter. Okay, jetzt möchte ich die zwei Dinger gerne nochmal... Okay, der erste Attack... Oh, könnt ihr mal aufhören zu critten, bitte? Könnt ihr mal aufhören zu... Critten? Was ist denn los mit euch? Ich will das ohne Crit sehen, danke. Ah, der holt das aus dem Vogel. Habt ihr es gesehen? Ah, das ist cool. Okay, Wusa ist ganz nett. Ich weiß nicht, wie der Feuertyp heißt. Ah, doch, Shivu. Ah, okay. Holt halt so ein paar Feuerwände. Das sieht auch interessant aus. Ah, hier dieses Sternbild, ne? Aber das ist geil. Guck mal, der zieht die Energie... zum Vogel und der Vogel schießt das dann. Können wir die letzte nochmal ohne Dings sehen? Aber ich glaube, das ist genau das erste, die Animation wie beim ersten, nur... Ne, nicht mal. Oh, der schickt den Vogel los. Oh, das ist auch cool. Okay, Pambik. Wie sieht's mit dem aus? Erstmal fett im Crit. Okay, da kommt halt so ein fetter Donnerschlag runter. Also ich muss sagen, die Animation von dem flashen mich jetzt nicht so wie die bei den Kobold-Bomber. Aber ich finde das Aussehen von den Pionieren jetzt, also das ist richtig geil. Ich würde das gerne mal ohne Crit sehen, aber ich glaube, das ist an sich dasselbe. Okay, Panbeak ist, naja, ich weiß nicht, wie Licht und Dunkel heißt, keine Ahnung. Oh, der sieht aber nice aus. Ich hätte den gerne mal von vorne gesehen. Okay, da kommt wieder das Yin und Yang Zeichen runter. Ah, hier, okay, hier kann man einen Held wiederbeleben. Okay, ich würde gerne nochmal wiederbeleben. Ich möchte das gerne mal als Crit sehen, weil dann sieht man den von vorne. Komm schon. Boah, das sieht aber geil aus, oder? Geht, ja, jetzt kommt der Crit. Da. Das ist eine Frau jetzt, ne? Oder bin ich doof? Ich glaube, der wurde zur Frau mit dem Skin. Richtig cool, finde ich gut. Schön fett am Steepen. So, wie sieht der Dark aus? Dunkel. Sieht auch sehr interessant aus wahrscheinlich. Boah, so eine Lebensentziehung. So ein bisschen wie bei Lapis. Nur andersrum. Ist auch geil, oder? Das gefällt mir. Können wir das jetzt mal bitte critten sehen? Oh, jetzt crittet es nicht mehr, weil ich mich beschwert habe, oder was? Hör doch mal, critte doch jetzt mal. Okay, das ist wie bei, ich glaube, bei Shivu. Ah, okay, jetzt haben wir einen Crit hier. Ist schon geil. Okay, gut, Leute. Was ist mein Favorit? Welchen würde ich mir auf jeden Fall kaufen, wenn ich es kaufen würde und das Monster überhaupt haben würde? Ich würde mir auf jeden Fall den Pionier holen. Egal welches, ist richtig geil. Wobei, Licht sieht für mich am besten aus. Ja, sieht so weise aus. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er zur Frau geworden ist, weil Pionier war, glaube ich, soweit ich weiß, männlich. Sieht aus, als ob der zu Frau geworden ist. Bin mir aber nicht sicher, weil ich sehe da keine Brüste.
Aber kann ja auch noch eine junge Frau sein, das, ne? Weiß ja nicht, kann ja sein. Dunkel sieht auch richtig fett aus. Und ja, blau sieht noch gut aus, rot und gelb, bin ich nicht, sind halt nicht so meine Farben, wisst ihr. Koboldbomber ist einfach nur funny, richtig cool gemacht, mit dem, dass die Bomben hinten rauskommen und so, gefällt mir richtig gut. Da gefällt mir auch Licht und Dunkel am besten. Und Gibraltar sieht mir auch richtig cool aus. Anubis sieht nur vom Äußerlichen ziemlich cool aus, muss ich sagen, mit dem Flügel. Hat sich aber auch nicht viel verändert. So gesehen hat er nur einen neuen Speer bekommen und ein paar Flügel. Ist auch Licht und Dunkel mit auf jeden Fall einer meiner Favoriten hier. Ja, von Galeone, also von dem Piraten-Captain, sieht halt sehr, sehr Steampunk-mäßig aus. Ist jetzt nicht so mein Ding. Aber der Slash-Angriff gefällt mir richtig gut. Da würde ich auch eher zur Fregatte dann tendieren. Und Galeone geht so. Das sind halt so die meistgespielten. Ja, erinnert mich so ein bisschen an Kakashi von Naruto, muss ich sagen. Ein Frankenstein finde ich mit am schlechtesten. Also gefällt mir überhaupt nicht. Also, nee, weder vom Äußeren noch vom Skin her, von den Attacken-Animationen her. Also meine Reihenfolge ist von unten nach oben, also vom schlechtesten zum besten. Frankenstein, Anubis, Piratenkapitän, Koboldbomber und dann der Pionier. Vom Äußerlichen, von den Animationen her, finde ich Koboldbomber besser als Pionier. Ja, und bei Pionier sind eigentlich alle cool. Rot geht sogar auch, wenn man sich das mal so genauer betrachtet. Also Shivu geht auch noch. Pambik finde ich mit am hässlichsten. Wusage sieht auch sehr geil aus. Wie die zwei heißen, weiß ich gerade nicht. Aber da gefällt mir Licht mit Abstand am besten. Gut, Leute, das soll es dann auch für das Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss.